Bei mir im Studio darf ich jetzt Prima-Ballerina Ludmila Konovalova begrüßen. Schönen guten Tag, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Tag. Bald ist es soweit, der Opernball steht auf dem Programm. Wie groß ist die Freude, wie groß ist aber auch die Aufregung davor? Beide sind groß. Freude und Aufregung, es ist für mich natürlich große Freude, aber auch große Ehre. Auch mich mit meinem Tanz präsentieren, weil ich tanze die Eröffnung mit meinen Kollegen aus Wiener Staatsballett. Mhm. Ich freue mich, weil es ist das erste Mal nach langer Pause und ich freue mich wieder, dieses festliche Gefühl zu haben. Sie haben es gerade angesprochen, ein ganz besonderes Gefühl ist es natürlich, die Eröffnung tanzen zu können nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Wie sind Sie denn eigentlich zum Tanzen gekommen? Ich kann das sagen, durch die Musik. Bei uns zu Hause haben wir sehr oft klassische Musik gehört. Und wann ich Musik hörte, fange ich an zu tanzen. Natürlich, damals war das keine große Kunst, aber meine Mutter hat die Begeisterung von der Musik und Tanzen gesehen und hat mich zu einer Ballettlehrerin gebracht. Mhm. Damals die Ballettlehrerin hat das rausgefunden, dass ich gute Fähigkeiten für Ballett habe. Und dann war Bolschoi Akademie. Ich habe dort 8 Jahre studiert. Es war auch eine Herausforderung, dort zu studieren. Und meine Mutter hat mich immer mit meiner Wahl unterstützt. Wie viele Stunden am Tag trainieren Sie, vor allem jetzt auch im Hinblick auf den Opernball? Es ist immer unterschiedlich. Aber ich denke nicht weniger als 5 Stunden. Aber manchmal geht auch wegen der Repertoire und wie viele Vorstellungen ich habe. Zum Beispiel gestern habe ich eine Vorstellung und nach dem Opernball haben wir auch Vorstellungen. Ja, kann man auch 10 Stunden pro Tag trainieren. Okay, ich verstehe. Sie sind in Moskau geboren, haben dort am russischen Staatsballett getanzt, anschließend in Berlin und seit 2011 sind Sie als Solotänzerin am Wiener Staatsballett tätig. Warum haben Sie Wien gewählt? Ich denke, in meinem Fall kann man sagen, alle Wege haben sich nach Wien geführt. In Wien hat einfach alles gepasst und ich habe in Wien alles gefunden, was ich gesucht habe. So mein Theater und damals mein Repertoire. Und ich betrachte jetzt dieses Theater als mein Zuhause. Und ich habe auch Brigitte Stadler gefunden, die sie war damals eine berühmte Prima Ballerina und mit Rodolphe Nureyev alles getanzt als Partnerin. Und ich habe viel Glück gehabt mit ihr seit 2010, alle meine Rolle und meine Vorstellungen vorbereiten. Sie können eine bemerkenswerte Karriere vorweisen. Gibt es ein ganz besonderes Highlight, das Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Es gibt es mehrere. Zuerst, ich denke, war das, dass ich meine erste Wettbewerb, den ich gewonnen habe, war das in Wien. Weil davor habe ich viele verloren und nicht einfach in dritte Runde gekommen. Und dann war das natürlich ein Treffen mit einer legendären Prima Ballerina Maja Plisetska. Und ihre Lob und ihre Glaube haben mir in meiner Karriere viel geholfen. Und die wichtigste, ich denke, war, dass ich in 2011, wie Sie gesagt haben, auf der Bühne der Wiener Staatsoper als erste
Solistin ernannt. Kommen wir noch einmal auf den Opernball zurück. Sie werden beim Opernball als einzige Tänzerin das Sissi-Diadem von Köchert im Wert von fast 70.000 Euro tragen. Was bedeutet das für Sie? Es ist natürlich eine große Freude für mich und große Ehre und einzigartige Möglichkeit. Und diese Diadem ist für mich eine kulturelle Erbe, ein Teil von Land. Und auf der Bühne trete ich sehr oft als Prinzessin oder als Königin. Aber es macht natürlich einen großen Unterschied, so eine besondere Diademe wie Sissi-Diademe zu tragen. Wenn man einer prima Ballerina zusieht, dann sind das immer so sehr weiche Bewegungen, die schauen immer sehr leicht aus, um sie nachzumachen. Probiert man es dann selber, stellt man fest, oh, das schaut eigentlich gar nicht gut aus. Was ist die Schwierigkeit beim Tanz? Ich denke, die erste Schwierigkeit ist jeden Tag Routine, Disziplin. Weil es ist egal, wie viel Erfolg du gestern gehabt hast, den nächsten Vormittag stehst du an der Stange und machst du das gleiche Übungen. Und nicht einfach machst, aber sich verbesserst und weiterzuentwickelst. Und die Schwierigkeiten ist auch mit Scheitern umzugehen und trotz aller schwierigen Umstände trotzdem nach oben zu streben. Weil man wird nicht immer geschätzt oder gelobt. Und das muss dich nicht entmutigen. Und der dritte für mich und auch schwieriger ist die Verletzungen, die so wie beim Spitzensportler ein Teil unseres Berufs. Mhm. Und die Art ist, nach der Verletzung zurückzukommen und noch besser zu tanzen als früher. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch den Besuch im Studio und alles Gute für den Opernball, für die Eröffnung. Vielen Dank.